Nächste Frage hat der Reitschuster. Dann gibt es von Herrn Reitschuster eine Frage an das Gesundheitsministerium. In den Medien ist die Rede von einem Israel-Effekt, weil immer mehr Geimpfte auf den Intensivstationen sind. Laut Robert-Koch-Institut war das erwartbar. Warum wurde es dann nicht schon früher kommuniziert? Also ich kann nur wiederholen, dass wir Medienberichte hier nicht kommentieren. Allgemein kann ich sagen, dass der Minister immer wieder betont hat, dass über 90% der Corona-Patienten auf den Intensivstationen nicht geimpft sind. Und das deckt sich auch mit den Berichten von Intensivmedizinern. Und wir wollen auch noch mal sagen, dass Impfen schützt vor Infektionen und vor allem vor schwerer Erkrankung. Dann keine weiteren Fragen dazu. Dann wechseln wir das Thema. Bitte. 1, 2, 3. Das war meine einzige Frage, die ich stellen konnte auf der Bundespressekonferenz am Freitag. Ja, da gab es noch mehr, aber ich lasse diese Frage, vor allem die Antwort, jetzt mal hier für sich stehen. Ich kommentiere die nicht. Ich habe sogar mein Team gefragt, ob mein Eindruck, den ich davon habe, übertrieben sein mag, ob ich dazu kritisch bin. Ich sage Ihnen gar nicht, machen Sie sich selber einen Eindruck und schauen Sie auf mein Video von der Bundespressekonferenz, wo ich es dann kommentiere, das ich aber nicht hier auf dem Zensurkanal veröffentlichen möchte, weil ich YouTube nicht unterstützen will mit seiner Zensurpolitik. Ich hoffe, Sie machen mit. Seien Sie solidarisch und zeigen Sie auch den Leuten bei YouTube, dass Ihre arrogante, in meinen Augen kriminelle, ich habe es öfter ausgeführt, Politik, dass die nicht einfach so ungestraft durchgeht. Keine große Arbeit, kleiner Klick. Unten werden einmal schon 110.000 Aufrufe allein auf Rumble, der zensurfreien Plattform. Von daher gehen Sie mit mir rüber. Ich freue mich drauf und ich lasse jetzt hier noch ein bisschen nach dem Abspann das Video laufen, damit wir noch im Live-Chat uns ein bisschen austauschen können. Ich bringe da noch ein paar Szenen dann einfach von der Bundespressekonferenz, völlig unkommentiert. Das ist einfach für unseren Chat. Also rüber auf Rumble oder auf Odyssey. Vielen Dank, alles Gute und bald wieder mehr Videos. Ciao, tschüss. Nächste Frage hat der Reitschuster. Und dann kommen wir zu den Terminen. Gut. Die Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche. Am nächsten Montag, dem 18. Oktober, wird die Bundeskanzlerin um 10 Uhr ein virtuelles Abschiedsgespräch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang führen. Am Mittwoch hatte die Kanzlerin bereits mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping eine Videokonferenz durchgeführt, da pandemiebedingt kein physisches Treffen vor Ende der Amtszeit der Bundeskanzlerin möglich war. Auf der Agenda für das Gespräch mit Ministerpräsident Li Keqiang stehen unter anderem die bilateralen und internationalen Beziehungen, Wirtschaftsthemen, Klimaschutz sowie die Vorbereitung des G20-Gipfels. Die beiden Regierungschefs diskutieren im Anschluss nach aktueller Planung auch gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft. Ebenfalls am kommenden Montag um 12.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin den Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Xavier Bettel, im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des Treffens werden europapolitische und internationale Themen, insbesondere die Tagung des Europäischen Rates am 21. und 22. Oktober stehen. Eine gemeinsame Begegnung mit der Presse ist für 13.30 Uhr geplant. Auch am Montag wird die Bundeskanzlerin um 16 Uhr die Generalgouverneurin von Kanada, Mary May Simon, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt begrüßen. Bei Ankunft von Gouverneurin Simon im Bundeskanzleramt ist ein Bildtermin geplant. Generalgouverneurin Simon hält sich auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier vom 17. bis 21. Oktober zu einem Staatsbesuch in Deutschland auf. Dann auch wiederum am Montag empfängt die Bundeskanzlerin die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zu einem Abendessen im Bundeskanzleramt.
Bei dem regelmäßigen stattfindenden Meinungsaustausch wird es um aktuelle europapolitische Themen gehen, auch im Vorfeld des Europäischen Rates kommende Woche. Und dann wird die Bundeskanzlerin am Donnerstag und Freitag am Europäischen Rat in Brüssel teilnehmen. Wie üblich werden die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagnachmittag zunächst mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Sassoli, zusammentreffen. Bei dem Treffen des Europäischen Rates wird es unter anderem um die aktuelle Lage in der Covid-19-Pandemie gehen, insbesondere die Impfsituation. Als weiteres Thema steht der digitale Wandel Europas auf der Agenda. Außerdem werden die Führungsspitzen der EU den jüngsten Anstieg der Energiepreise erörtern. Darüber hinaus wird der Europäische Rat eine Strategiedebatte über die Handelspolitik der EU führen. Auch die externe Dimension der Migration steht auf der Tagesordnung, ebenso wie die EU-Außenbeziehungen. Wie Sie wissen, stehen in den nächsten Wochen eine Reihe internationaler Veranstaltungen an, die vorbereitet werden. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich diesbezüglich abstimmen. Das war's von meiner Seite. Danke, Frau Fietz.